Was ist der GRE-Test und brauche ich ihn persönlich? In diesem Video soll es genau darum gehen, dass du für dich in den nächsten paar Minuten herausfindest, was es damit auf sich hat. Und dann kannst du für dich die Entscheidung treffen, ob du ihn machst oder nicht. Der GRE, also General Requirement Examination, ist das Gegenteil zum GMAT. Auch kurz dazu, der GMAT, General Management Application Test, ist für alle Masteranden, die in den USA studieren wollen, egal ob international oder nicht international, die Richtung BWL gehen. Und der GMAT, die General Requirement Examination, ist sozusagen das Pendant dazu für alle anderen Studienfächer. Jetzt hörst du aber schon, General Requirement Examination schließt BWL nicht aus. Es ist ein Test, wenn du einen Master machen möchtest in den USA, einen Masterabschluss, der wird manchmal auch akzeptiert von einer Business-Fakultät. Bei einer Business-Fakultät ist aber der GMAT einfach spezifischer. So, das heißt jetzt aber, wenn du Richtung Gesellschaftswissenschaften, Naturwissenschaften, technische Studienfächer gehst, teilweise auch für die künstlerischen Studienfachrichtungen, ist der GRE der bessere Test. Das wirst du auch sehen, wenn du dich bei den Webseiten erkundigst, was jetzt die Zulassungsvoraussetzungen für eine Universität sind. Und jetzt kommt die ganz große Sache. Der GRE wird von der Firma ETS administriert, also abgenommen. ETS ist übrigens die gleiche Firma, ich hau dir das einfach rein in das Video, die den TOEFL-Test administriert, der Test of English as a Foreign Language. Hast du vielleicht schon mal gehört, das ist so die Grundenglisch-Testvoraussetzung, die man als internationaler Student braucht, um in den USA zu studieren. Die Firma ETS hatte jetzt in der Corona-Pandemie das große Problem, dass die Testzentren, wo diese beiden Tests eigentlich abgelegt wurden, oftmals zugemacht wurden. Das heißt, es gab für internationale Studenten, teilweise oder auch für Amis, keine Möglichkeit, den Test zu absolvieren. So was mussten jetzt Unis machen, weil die Unis brauchten ja internationale Studenten und Bewerber. Sie haben den GRE gestrichen von ihren Voraussetzungen. Und du siehst, vielleicht wenn du das googelst, auch Unterhaltungen, die sind immer noch, die weiß nicht, ob die jeweils abschwächen werden, wo man sieht, dass der GRE an Relevanz verloren hat. Weil manche Unis haben ihn ganz gestrichen, manche Unis haben ihn noch nicht wieder mit aufgenommen. Jetzt ist aber die ganz große Geschichte, dass niemals ein Profil mit einem GRE-Test oder ein Profil sogar mit einem guten GRE-Test Nachteile hat gegenüber einem Profil oder einem Studenten, der den GRE nicht hat. Das heißt, es kann sein, dass du ihn nicht abschicken musst, aber es öffnet dir definitiv immer Türen, weil es gibt einige Universitäten, die verlangen ihn halt. Und wenn es darum geht, die bestmöglichen Universitäten für dich zu bekommen, dann solltest du den machen, weil du hast einfach mehr Auswahl dadurch. So, das ist die eine Sache. Die Auswahl meine ich, damit meine ich Zulassungen von den Universitäten, einfach Immatrikulationen. Mehr Universitäten werden sich dir öffnen mit einem GRE als ohne. Und jetzt kommt der zweite große Hebel. Der GRE-Test kann nicht immer, aber kann bei einigen Universitäten dafür sorgen, dass du weitere Stipendiengelder bekommst. Das ist immer universitäts- und fakultätsabhängig und deswegen empfehle ich dir wärmstens, den GRE-Test zu machen. Wenn du einen Master vorhast in den USA, der außerhalb der BWL liegt. Ja, es wäre blöd, den GRE zu machen, wenn die Uni, an der du später studieren möchtest, explizit den GMAT verlangt. Das kannst du dir dann ja nochmal anschauen. Aber wenn du jetzt schon weißt, ich bin nicht im BWL-Bereich unterwegs, dann lohnt es sich auch dafür zu lernen, weil es sind halt weitere Stipendiengelder möglich. So, wenn du dich dazu erkundigen möchtest, dann kannst du unter diesem Video gerne eine kostenlose Erstberatung anfragen. Da werden wir, falls du den GRE sogar mal simuliert hast, fragen wir dich direkt nach dem Score und dann kriegst du eine individuelle Auswertung, ob ein Studium oder ein Master in den USA für dein Studienfach für dich möglich ist und vor allem, viel wichtiger noch, du kriegst eine individuelle finanzielle Auswertung, dass du mal ein paar Zahlen hast und du dann weißt, was würde ein Master für dich eigentlich kosten in den USA? Basierend auf deinem individuellen Profil, dass du dann für dich besser verstehen kannst, okay, möchte ich mir das leisten,
kann ich mir das leisten? Gibt's noch, soll ich mir irgendwo noch finanzielle Unterstützung dazu holen? Das ist ja meistens sogar für Leute, die einen Master in den USA vorhaben, eine sehr wichtige Entscheidungsgrundlage, eben, dass die Finanzierung stimmt. So, wenn dir dieses Video jetzt noch irgendeine Frage offen gelassen hat zum GRE-Test, dann nutzt gerne auch die Kommentierfunktion bei YouTube unter diesem Video. Wir sind innerhalb von 48 Stunden in der Regel dabei, manchmal sogar 24 Stunden, zurückzuschreiben, weil wir sind ja dafür da, dir Türen aufzuschlagen oder internationalen Studenten die Möglichkeit zu bieten, in den USA zu studieren, für Bachelor und Master. Wir freuen uns, von dir zu hören. Vergiss nicht, dieses Video mit einem Daumen hoch zu liken, wenn es dir gefallen hat und dir weitergeholfen hat. Wir sind aber, wie gesagt, auch offen für Kritik. Und bei weiteren Themen, USA-Studium, How-Tos, kannst du diesen Channel auch abonnieren. Dann wirst du nämlich immer auf dem Laufenden bleiben, wenn wir neue Videos hochladen. Wir freuen uns und bis ganz bald. Ciao.